Der Flughafen Tegel, einst West-Berlins Tor zur freien Welt, ist heute ein einzigartiges Architekturdenkmal. Kurz vor der Schließung des Flughafens nehmen wir Sie mit an Orte, an die normale Passagiere sonst nie kommen. Wir sprechen über die glanzvolle Vergangenheit von TXL und blicken mit den Projektentwicklern in die Zukunft. Herzlich willkommen am Flughafen Tegel. Mein Name ist Christoph Rauhut und ich bin der Direktor des Landesdenkmalamtes Berlin. 46 Jahre lang war dieser Flughafen in Betrieb. Nehme ich Sie heute nochmal mit auf eine Reise durch das Gebäude und über das ganze Gelände. Und wir fangen an in der Vorgeschichte. Zur Unterstützung der Berliner Luftbrücke entstand hier, damals im französischen Sektor Berlins, schon 1948 die damals längste Start- und Landebahn Europas. Als die Teilung Deutschlands immer fester zementiert wurde, wurde auch der Plan verworfen, den im Ostteil der Stadt gelegenen Flughafen Schönefeld zum gemeinsamen Großflughafen auszubauen. Tempelhof war aufgrund des gestiegenen Luftverkehrs zu klein. West-Berlin brauchte einen eigenen neuen Flughafen. Hierfür wurde ein internationaler Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem 68 Entwürfe eingingen. Gewonnen hat den Wettbewerb die Hamburger Architektengruppe um Meinhard von Gerkan und Volkwin Mark. Absolute Neulinge, die gerade frisch von der Uni kamen und als Wettbewerbssieger zwischen 1968 und 1974 das Mammutprojekt Flughafen inklusive der Zufahrtsstraßen, Brücken und Nebengebäude planen und bauen durften. Eröffnet wurde der Flughafen am 1. November 1974. Die Westberliner können ihren Traum von grenzenloser Freiheit über den Wolken nun von einem brandneuen Flughafen aus real werden lassen. In Tegel ist ein moderner Terminal entstanden. Der neue Airport soll den traditionsreichen Flughafen Tempelhof ablösen, als Brückenkopf West-Berlins zum Bundesgebiet. Die Baukosten betrugen über 500 Millionen D-Mark. Geplant als Flughafen der kurzen Wege, galt Tegel bei seiner Eröffnung als der modernste Airport der Welt. Ausschlaggebend hierfür war der dezentral organisierte Flugsteigring. Im Inneren sorgte der Ringschluss dafür, dass ein Verlaufen unmöglich ist. Man kommt immer wieder am Ausgangspunkt an. Weltweite Aufmerksamkeit erreichten die Architekten für ihre Idee der Drive-In-Vorfahrt und der dezentralen Abfertigung. Mit dem Auto fährt man über die innere Vorfahrt direkt vors Gate, steigt aus und in weniger als 50 Metern ist man am Flugzeug. Das Einzigartige, jedes Gate hat seinen eigenen Abfertigungsbereich, inklusive Check-in, Gepäckaufgabe, Pass- und Sicherheitskontrolle. Und das ist das, was viele Gäste am Flughafen Tegel so lieben. Und hier am Gate A05 treffe ich nun den Mann, dem wir das alles zu verdanken haben, den Architekten Meinhard von Gerkan. Guten Tag, Herr von Gerkan. Guten Tag. Herzlichen Dank, dass Sie uns hier willkommen in Ihrem Gebäude. Sie haben ja damals einen Wettbewerb gemacht, direkt aus dem Studium raus, direkt gewonnen. Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee, für ein solch großes Projekt, ein so bedeutendes Projekt wie den Flughafen von West-Berlin überhaupt, als junges Architekturbüro oder als junger Architekt einen Beitrag einzureichen? Solche Ausschreibungen sind mal diese, mal jene. Mal ist es ein Kindergarten, mal ist es eine Schule, mal ist es ein Krankenhaus, mal ist es ein Bürohaus. Und mal ein Flughafen. Ganz, ganz selten ist es auch mal ein Flughafen. Und da ich zu dem Zeitpunkt, als ich gerade mein Diplom gemacht habe in Braunschweig, mich mit einem Flughafen befasst habe, nämlich eine Diplomarbeit über einen rein fiktiven Flughafen in Hannover entworfen habe, lag es für mich nahe, einfach mitzumachen und im Selbstvertrauen zu glauben, dass mir was Gutes dazu einfällt. Sie hatten ja eine besondere Idee für diesen Flughafen, der sogenannte Drive-Check-In. Man fährt mit dem Auto vor und ist auf einem ganz kurzen Weg direkt am Flugzeug. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Das war ja damals ganz neu. Das liegt auf der Hand, wenn man sich klar macht, dass die immer größer werdenden Flughäfen immer längere Fußwege zum Folge hatten, insbesondere in den USA. Und der Wunsch, nicht mit viel Gepäck bis zu irgendeinem Abfertigungsschalter laufen zu müssen, sich immer mehr verstärkte und das als ein besonderes Privileg galt, wenn man